Ja, hallo und sonnige Grüße aus dem Outback München hier zur Nachmittagsbeschau der Indizes. Wir wollen heute trotz des Starts in den US-Handel hier, Moment, den DAX erstmal beleuchten, der hier sehr schön daherkommt und aktuell einen Rücklauf an den Widerstand um 11.500 Punkte vollzogen hat. Und mit dem US-Start, der just eben losgeht, 15.30 oder losging, besser gesagt, jetzt ist ja schon eine Minute drüber. Ist eben die Frage, wie der DAX sich hier weiterentwickeln kann, auf die letzten Xetra-Handelsstunden sozusagen bezogen. Wir haben hier die 24-Stunden-Indikation, das heißt, der Preis läuft hier natürlich über 17.30 hinaus bis in die Abendstunden weiter mit und es ist eben jetzt anzunehmen, und das sehen wir, wenn wir uns hier mal rauscrollen, dass wir hier von diesem Level um 11.500 Punkte ausgehen, durchaus im Zuge der schwachen US-Märkte, und wir sehen aktuell gerade, dass hier der amerikanische Schwab, der Verlustschwab sozusagen hier, den DAX jetzt eigentlich weiter hindert, hier nach oben anzusteigen. Wir sahen eben hier just eine Erholung von wohlbemerkt gut 100 Punkten und das könnte sich aber jetzt nun schon wieder erübrigt haben und somit bleibt kurzfristig betrachtet hier unterhalb von 11.500 Punkten ein Lauf in Richtung Tagestiefs durchaus zu favorisieren, was dann im Anschluss sogar hier in Richtung der letzten Mehrwochentiefs sich ausdehnen könnte. Also, ob hier wirklich nochmal so ein richtiger Keller kommt, bleibt mal abzuwarten. Aber wenn die Amerikaner die Schwäche von gestern eben fortsetzen und mit der aktuellen Eröffnung deutet sich dies eben an, ist es so, dass der DAX hier sicherlich jetzt beschränktes Potenzial nach oben aufweist und vielmehr jetzt hier durchaus gute Chancen besitzt, in Richtung 11.400 Punkten nach unten durchgereicht zu werden erneut. Wir können andererseits interpretieren, das ist natürlich das, was wir heute Morgen auch schon eingeschätzt hatten, wenn der DAX hier jetzt über 11.500 rauszieht im Sinne einer US-Erholung und sich dann sozusagen hier über diesem Level wieder etablieren will, dann kann es durchaus zu erneuten Anstiegen kommen, die hier dann nochmals die Aufwärts-, ach, was sage ich, vielmehr die Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch dann sogar im Ausdehnungsfall erreichen könnten. Bis zum Level von 11.700 kann ich mir dann praktisch oder zwar aktuell nicht vorstellen, dass der DAX ansteigt, aber diese Option B muss man drin haben, wenn wir uns hier über 11.500 dann doch etablieren können. Aber mit der aktuellen Stundenkerze sieht das eigentlich ganz gut aus, dass eben dieses Level eben auch rot an dieser Stelle hier als Widerstand definiert werden kann. Wenn wir auch heute von diesem von dieser Indikation und dem 8 Uhr hoch ausgehend bis zum Tief von heute Mittag, der 11 Uhr Kerze, hier mal die Fibonacci-Levels anlegen, um sozusagen auch mal ein Stück weit einzufangen, welches Retracement-Level auf Tagesbasis wir jetzt sozusagen abgearbeitet haben, da wird deutlich, dass wir hier im Prinzip 38,2%, also ein Stück weit unter einem Drittel bzw. über einem Drittel der Abwärtsbewegung von heute Morgen jetzt korrektiv erholt haben. Wir stecken hier zwischen dem 38er und 50er Retracement Level und jetzt habe ich das entsprechend andersrum angelegt, um hier sozusagen die Projektion zu fahren, also hier die Fibonacci-Projektion im Sinne dessen, dass man nach diesem ersten Abwärtsimpuls, den wir hier gesehen haben, jetzt den korrektiven Erholungsimpuls erleben. Und wenn dieser eben hier in diesem aktuellen Bereich wieder stoppt, dann kann man ableitend von diesem Bewegungen des Tages, dass hier Potenzial bis zum 161,8%igen Fibonacci-Level besteht. Das rein mathematisch abgeleitet aufgrund der heutigen Bewegung, des jetzigen Rücklaufs und wenn die Schwäche sich eben fortsetzt, haben wir hier neben 11.400 mit Blick auf morgen und dergleichen hier tatsächlich sehr, sehr gute Chancen nochmal in Richtung 11.225, 11.215 Punkte zurückzufallen. Und das sieht eben hier rein technisch sehr, sehr gut aus. Was wir hier oben auch noch haben, ist das 61er-Level. Knapp drüber habe ich hier auch diesen kurzfristigen Aufwärtsimpuls eingezeichnet für den Fall, dass der DAX eben doch über 11.500 Punkte rauszieht. Hier haben wir das 61er-Level, also Sie müssen das jetzt mal umgekehrt sehen. Hier steht 38,2, 61,8, das einfach umdrehen. Also hier hätten wir dann, wenn der DAX bis dahin ansteigt, praktisch 61,8% dieser vorherigen Abwärtsbewegung korrektiv korrigiert sozusagen. Und spätestens hier müsste der DAX dann eben drehen. Wenn er eben es nicht tut, sondern nach oben auftritt, dann haben wir hier die Gefahr, dass das heutige Hoch nochmal attackiert wird, Schrägstrich hier eben diese schon eingangs besprochene Abwärtstrendlinie. Aber wie gesagt, mein favorisiertes Szenario habe ich dargestellt. Letztlich kommt mal sicherlich drauf an, was der Markt jetzt letztlich noch draus machen wird. Tagesschart haben wir heute Morgen schon angeschaut, können Sie sich gerne im YouTube-Video von heute Morgen nochmal anschauen. In der Videobox im Stream bzw. auf dem YouTube-Channel selbst. Schauen wir jetzt mal auf den Nasdaq 100. Den haben wir ja gestern angeschaut und auch hier im Stundenchart die Annahme, was passiert bei 4.465 Punkte.
Ja, Sie sehen, wir sind gescheitert. Der DAX ist oder hat versucht, auf Stundenbasis nach oben rauszuziehen, aber es gelang eben nicht der Stundenschluss. Und das ist ein ganz, ganz signifikantes Zeichen. Insofern hat sich hier tatsächlich das blau gestrichelte Szenario durchgesetzt. Im Prinzip eben das, was man hier dann als präferiertes Szenario ansehen darf. Und jetzt ist hier die spannende Situation, dass wir hier in diesen Unterstützungsbereich bei 4.300 85, 4.390 Punkte sozusagen schon rangelaufen sind in der 24-Stunden-Indikation. Und wir sehen auch hier diese noch existente, bereits schon in der Vorwoche gut unterschrittene Aufwärtstrendlinie, die hier wohl bemerkt seit Januar herrührt, hier im Stundenchartintervall. Die Auflagepunkte sind nicht zu unterschätzen. Der Pullback hier, beziehungsweise der Durchbruch hier vom 6.-7. Mai sei mal toleriert, weil der Markt sich eben relativ zügig wieder darüber stabilisieren konnte. Jetzt kommt es aber, wenn wir diese Unterstützungszone, diesen Horizontalbereich nochmals unterschreiten, ergo nochmal diese Abwärtstrendlinie unterschreiten, dann haben wir hier sicherlich verstärktes Abwärtsmomentum zu erwarten. Das dürfte den DAX weiter nach unten ziehen und insbesondere die Technologiewerte. Und wir sehen aktuell hier von den zwischenzeitlichen Auftaktgewinnen bleibt nicht mehr viel übrig. Der Index läuft schon wieder gen Süden und jetzt darf gesagt werden, wenn die Schwäche anhält, wir haben zwar schon starke Abschläge zu verzeichnen, aber wenn die Schwäche anhält und wir hier im Prinzip unter 4.380 Punkte zurückfallen, das ist fast für heute nicht mehr zu erwarten, aber die Tendenz kann es zumindest geben, dann haben wir hier eine stärkere Abwärtsbewegung zu erwarten. Ich will nicht direkt sagen Sell-off, aber definitiv einen stärkeren Ausverkauf. Für den Fall einer fortschreitenden Erholung, also die Märkte kommen noch mal ein Stück weit zurück, dann ist hier ergo der Bereich um 4.440 Punkte das höchste der Gefühle, auch nicht unbedingt heute, aber mit Blick auf den heutigen Schrägstrich morgigen Tag. Ansonsten bleibt hier in dieser Zone, ich mache das mal mit einem Kreis recht deutlich, die Lage eigentlich relativ neutral zu sehen. So. Neutral dahingehend, dass wir jetzt hier auch nach dem schwachen Start mehr oder weniger auch seitwärts oszillieren können und der Markt sozusagen rein nervig wirkt. Deswegen, wenn wir hier unter 4.383 Punkte zurückfallen, das wäre schon ein sichtlich negatives Zeichen. Hingegen, wenn wir hier nach oben rausgehen, also hier diese Zone, ich werde auch hier jetzt direkt mal Fibonacci auflegen, damit wir uns hier nochmal ein Stück weit die aktuellen Levels vor Augen führen. So. Da sehen wir, dass wir hier im Prinzip vom Aufwärtsimpuls der letzten Woche bis zum Hoch hier von gestern ja, im 50er-Bereich sind, genau in der Mitte des Levels, im Bereich des 50er Fibonacci-Levels, also genau die Mitte der Korrekturbewegung dieses Aufwärtsimpuls jetzt erreicht haben. Und es kann durchaus hier nochmal ein Stück runtergehen. Wenn es eben tiefer runtergeht, dann haben wir ergo ein Verkaufssignal. Geht es hier nach oben raus, 4.418, 4.420, dann muss man davon ausgehen, dass wir nochmal einen kurzen Erholungsschub sehen. Aber ich präferiere eher die Schwäche. Und wenn wir hier auch zurücksetzen und ein Stück weit zu oszillieren versuchen, also im Oszillationsmodus seitwärts laufen, denke ich doch, der Markt müsste hier doch nach unten letztlich wegbrechen. Ob es so kommt, wir werden sehen. Die bärischen Vorzeichen sind da. Andernfalls, wie gesagt, nach oben hätten wir dann hier nochmal ein Stück weit Spielraum, aber viel mehr erwarte ich da nicht. Die Vorzeichen bleiben dementsprechend bärisch. Gut. Auf Tagesbasis ähnliches Bild. Wir sehen hier diese Aufwärtstrendlinie, die unter Umständen unter Beschuss stehen könnte, wenn die Schwäche weiter anhält. Warten wir mal ab, was passiert. Morgen an dieser Stelle werden wir das Ganze nochmal updaten. In der Früh natürlich dann auch schon direkt mit dem DAX weitermachen. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle erst nochmal einen sonnigen Resttag, sofern Sie ein bisschen Sonnenstrahlen abbekommen. Soll ja heute einer der letzten sonnigen Tage sein, bevor es dann auch wettertechnisch eher trüb wird. Warten wir ab, ob es dann sich auch auf die Märkte durchschlägt und diese ebenfalls wieder eintrüben. Sieht zumindest danach aus. In dem Zusammenhang gutes Gelingen bei allem, was Sie angehen. Wir hören uns später wieder, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.